Leute, willkommen zurück hier bei Chaos on the Pony, ja, in diesem wunderschönen Schnabeltier-Restaurant. Und ich muss zugeben, dass ich schon ein bisschen nachgeguckt habe, auch jetzt bei der einen oder anderen Sache vorher schon. Aber hier bei der ist auch, glaube ich, am meisten, weil ich halt echt sonst das Prinzip nie so schnell hinbekommen hätte. Und zwar geht es um die Bestellkarte, wie wir hier möglichst gratis einen dieser Glückskekse bekommen können. Und zwar müssen wir erstmal die beiden in einen großen Burger umwandeln, den wir hier dann auch in Getränk umwandeln können. Die beiden Sachen dann in ein kleines Getränk. Dann können wir die beiden zusammen zu den beiden machen und die beiden zu dem. Das wird dann wieder ein Getränk. Ist das Tada. Ihre Bestellung? Ja, wieso? Gut. Das macht dann 0 Slotti. Da gebe ich doch extra Trinkgeld. Sagen wir 30%. Zu großzügig. Okay, dann kriegen wir jetzt. Für Sie. Dann kriegen wir jetzt einen Glückskeks gratis. Sehr gut. Weiß ich nicht, wie können wir den denn öffnen? Ich habe zwar gerade kein Bargeld am Mann, dafür aber dieses très intéressant objet trouvé. Und? Und du hast eine Schnabeltierfibel. Vielleicht kommen wir ins Geschäft? Nein, kein Interesse. Toll, wie können wir das jetzt öffnen? Bin mal gespannt, ob mir mein sprichwörtliches Kastlerglück die Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub geangelt hat. Das größte Glück ist, andere lächeln zu sehen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Müssen wir das jetzt so oft machen, bis wir welche bekommen? Wäre uncool jetzt. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Sehr gut. Mal gucken. Die größten Fische fängt man mit Geduld. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ah. Einen Augenblick, bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Und? Sehr schrecklich. Wer braucht eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub, wenn er Gesundheit und Freunde hat? Verdammt, schon wieder eine Niete. Boah. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Das könnte ein wenig dauern. Das Glück ist mit den Anglern. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Hilfe, ich bin in die Glückskeksmaschine gefallen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Ja, ist okay, Spiel. Ich hab mir eben schon gedacht, dass das wohl irgendwas mit Angeln zu tun haben muss. Aber dass sie direkt immer so unfreundlich werden müssen, das ist ja auch eine Frechheit. Bring den Glückskeks zum Angler, du Idiot. Ja, ja. Schon klar, hier. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks, wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prahlst. Vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Okay. Na dann können wir ja eigentlich auch wieder, ne, dahin gehen. Gut, so viel dazu. Ich bin halt ein bisschen schwer vom Begriff. Mann, Spiel, sei doch nicht direkt so unfreundlich zu mir, nur weil ich schwer vom Begriff bin.
Oh, ist der süße Ausweis. Warte mal, können wir uns den angucken? Der Tag hatte so schön angefangen. Halsbrecherische Hochseilakrobatik, schiefgelaufene Gehirnoperationen und plötzlich bin ich Probemitglied im Schnabeltierclub. Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Yeah. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Wow. Nein, aber du bekommst eine Gratiskopie der Schnabeltierfibel. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Können wir uns die durchlesen? Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Yay! Okay. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert, also so bescheuert, der muss einfach funktionieren. Okay, also das Erdschnabeltier, die Erdschnabeltierbrut muss scheinbar in der Kälte ausgebrütet werden. Dafür haben wir die Tiefkühltruhe. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Nee, wir haben eine Tiefkühltruhe. Da sehen wir, brauchen wir die Hose für. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Dafür haben wir ja auch schon. Also dafür brauchen wir den Kescher. Da haben wir ja schon die Hose. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. So, und dann haben wir noch das Wasserschnabeltierei. Da brauchen wir scheinbar einen Fisch für. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Hier steht, dass Wasserschnabeltiere ihre Eier in Ufernähe verstecken. Na prima, dürfte schwer sein auf diesem Stück. Okay, ja nee, also die Eier haben wir ja alle schon gefunden. Und wir haben von 3 von 4 eigentlich auch die Möglichkeit gefunden. Aber wir müssen halt diesen Kescher finden, oder? Weil das Ding ist halt, wie kriegen wir das? Oder würde er jetzt, nehmen, weil er ist ja jetzt Mitglied im Schnabeltierverein. Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltierei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Ah, jetzt nimmt er das einfach. Ja, sehr gut. Dann können wir die erstmal alle einsammeln, oder? Dann haben wir hier ein Ei. Sehr cool. Aha. Tja, also. Boah, Frechheit. Hey, stehen geblieben. Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Mhm. So. So. Schade. Hätte ja sein können. Okay. Ich habe die Logik dahinter noch nicht ganz verstanden. Der kann doch überall hin. Also selbst wenn ich das jetzt hier in die Ecke packe, ändert das ja nichts. Verstehe die Logik dahinter einfach noch nicht.
ich glaube, jetzt weiß ich's. Kann das sein? Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Okay, ich hab erst das Bewegungsmuster dieses Viechs nicht bemerkt. Aber klar, dann ist es mir aufgefallen, wie die sich bewegen. Und insofern macht das natürlich Sinn. Wir müssen zu Doc. Also vor Docs Werkstatt war ja auch noch eins dieser Eier. Andererseits denke ich mir aber, das muss ja da eigentlich auch so ausgebrütet werden, ne? Oder war das ein anderes Ei? Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Au! Verdammt! Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Ich wusste es doch, dass es irgendein Rätsel damit gibt. Da ist das Ei also. Ah, das flutscht da jetzt die ganze Zeit lang, alles klar. Das hier können wir also umstellen. Das ändert aber aktuell nichts. Nee, das fliegt da noch weiter lang. So, jetzt geht das ja dahin, ne? Nö. Ändert auch nichts. Aber das da sollte ja wohl was ändern. Okay. Jetzt sind wir da oben. Nee, das hat nicht wirklich was gebracht. Funktioniert's? Ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Ja. Sehr gut. Bam! Oh! Ja, mein Schnabeltier! Oh! Voll bescheuert. Aber süß! Autsch! Oh. Wir haben das erste Schnabeltier! Yay! So, wir haben einen Flug, ein Dingenschnabeltier. Uns fehlt noch das letzte. Da weiß ich auch schon, wo ich es ausbrüten kann. Und zwar, das hier fehlt uns noch. Ja, dann brauchen wir noch das mit der Windhose. Das ist das Wasserschnabeltier-Ei. Warte mal, ich muss einmal nochmal in der Fibel lesen, welches dieser Eier. Das Erdschnabeltier-Ei muss in die Kälte. Okay. Dann ab zu Doc.
Hierhin, genau, zur Tiefkühltruhe. Da packen wir das Erdschnabeltierei rein. Das müsste ja theoretisch... Laut Fiebel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Fehlt nur noch die Erde. Alles klar, kein Ding. Können wir ja reinpacken. Dafür haben wir ja unseren Eimer mit Erde. Laut Fiebel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Jetzt fehlt nur noch das Ei. Ach so, okay. Ich muss die also kombinieren erstmal. Laut Fiebel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Soweit, so gut. Okay, dann mal rein da. Wie schnell das vor allem geht. Na, wer ist denn das? Das ist so süß. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Voll bescheuert. Angriffslustig soll es also sein. Weiß nicht, mit Pillen? Komm, Schnabli. Na holla, so jung. Eine Gurke? Komm schon. Na holla, so jung. Weiß nicht, brauchen wir das denn? Na holla, so jung. Komm. Na holla, so jung. Komm schon. Na holla, so jung. Komm. Na holla, so jung. Komm. Na holla, so jung. Ich meine, zur Not kann das ja da wohnen bleiben. Die dürfen halt nur alle nicht gefangen werden, damit es keine Schnabeltiere mehr gibt bei denen. So, wir müssen wieder nach Bellevue. Hier hoch. Das Ding ist halt, jetzt ist das irgendwie weit oben. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir die menschlichen Überreste halt auch aufgehoben. Aber wer weiß das denn schon? Ah, okay, mit Flusen funktioniert es auch. Okay, alles klar. Das passt ja. Können wir da einfach schon mal das Flugschnabel-TI reinpacken? In gehisstem Zustand ist das hier der höchste Punkt des Siedelgebiets. Aber so kann ich das Ei da nicht reinstecken. Es würde einfach auf der anderen Seite wieder rauskullern. Okay, dann gucken wir mal. Können wir den Haken daran machen? Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen. Dann habe ich ein astreines Katapult. Sehr gut. Und zwar hier an die Öse. Funktioniert also doch. Sehr gut, Rufus. Also gut gemacht. Was passiert? Alles klar, dann rein da mit dem Flugschnabeltierei. Befestigt aber noch nicht ausreichend gespannte Windhose, okay. Willkommen beim Flug für praktisch. Vielleicht müssen wir kurz wieder raus und dann ist es wieder höher? Nee. Noch nicht ausreichend gespannt. Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Ich muss es nur noch irgendwie spannen. Ja, indem es wieder nach oben geht, ne? Aber wie? Mit dem Handstaubsauger? Mein Hosenkatapult, ich muss es... Aber das ging... Mein Hosen, ich muss es... Aber das... Ich gehe einfach mal ein bisschen weg. Vielleicht hilft das, wenn ich hier rausgehe oder so. Das Ding ist, muss ich das Schnabeltier jetzt zum Beispiel da reinpacken? Oder eher nicht? Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Na, das ist halt schon super knuffig. Wir müssen also das andere Tierchen da auch rausbekommen, damit es sein Nest bewachen kann. Das Erdschnabeltier. Wie bekomme ich dich denn da jetzt wieder raus? Komm. Na holla, so jung und...
Komm. Na, hol so, Junge.